Moin Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie und wir stehen hier wieder an der Tasche Torfkopf in der Sandburg, denn wir müssen wieder Cheatcodes von Cheeto eingeben, von dem Zauberbuch. Da haben wir letztes Mal ja die letzten beiden sogar gefunden. Darf ich ja schon so sagen, es gibt nicht noch mehr Bücher als die beiden, die wir noch gefunden haben. Also die drei insgesamt dann. Ja, was sollte es auch sonst noch geben? Na, Alter, es gibt's doch jetzt nicht. Sag mal, kannst du jetzt mal bitte hier dich verziehen, du blöde Krabbe? Oh, na gut, das war richtig mit dem... Mit dem R, das ist nämlich der erste Code, das ist nämlich eh Wetfarers. Kann direkt hier weitermachen. D, dann F, wo ist das F? Genau, Wetfarers, wir hatten ja Blue Eggs, Wetfarers und wo ist das F? Hä? Ach so, hier. Da bin ich blind. Und als letztes dann noch die Goldfarers. Ja, da wir nicht mehr haben als blaue Eier, rote Federn und goldene Federn. Das soll man doch noch großartig, erweitern. Ihr seht ja gleich wieder, was ich meine. Nicht genau jetzt. 100 rote Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 100 dieser Federn tragen. Auch Federn helfen euch nicht weiter. Werdet niemals ihr gescheiter. Nicht schlecht, der Spruch. Manche Reime sind schon echt geil von ihr, aber manche sind einfach nur, wo man sich denkt, oh Gott, so richtig gezwungen. Gereimt jetzt. So, jetzt noch die Goldfarers, wie gesagt. Wo ist das L? L, da oben in der Ecke. Der hatte ich gerade hier, wollte ich gerade sagen. Das war hier irgendwo. F, jetzt muss ich für das F suchen. Hat ja gerade schon so schwierig erwiesen. So, Feathers. A-T-H. H? Wo war es H? Da. Perfekt. ERS, so. E, R und S. Und damit können wir jetzt... 20 goldene Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 20 dieser Federn tragen. Oh. Die Dummheit steht euch im Gesicht. Da helfen auch die Federn nicht. Das wäre ich fast rausgegangen und hätte den Reim verpasst. Zum Glück habe ich noch gestoppt rechtzeitig. Gut, Leute, damit gehen wir jetzt endlich mal auf in die nächste Welt. Aber vorher muss ich noch einen ganz kleinen Abstecher machen zu einem Ort, wo eine Sackgasse ist zurzeit. Aber ich muss euch das noch zeigen, bevor ich da wirklich was machen kann. Ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine. Denn ich war da wirklich noch gar nicht, weil ich eben weiß, dass ich da noch nicht hin kann oder hin muss. Aber ich sollte da trotzdem einmal vorher hin. Einfach, damit ihr es gesehen habt. Hier unten ist nämlich noch ein Gang, da kann man durchschwimmen. Den hatte ich bewusst bisher, wie gesagt, ausgelassen. Denn wie gesagt, ich kann da noch nichts machen wirklich. Außer eben eine Sache mitnehmen und... Beziehungsweise vier Sachen mitnehmen insgesamt. Drei Geheimnisse von Gruntilda und ein Mumbo-Schädel. Aber erstmal die Geheimnisse. In der Hexenschule war ihr Spitzname Bussardfratze. Oha, voll gemobbt. Deswegen ist sie wahrscheinlich so fies geworden. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist stinkender Schwefel. Er hat nicht gerade gesagt Bussardfratze? Bussardfratze? Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Grabsteingrau. Nicht schlecht. Oh, achso, ja, wir müssen wieder in Zeilen hier. Danke, Gruntilda. So, und ihr seht ja, hier ist ja ein Puzzlebild, ne? Hier ist ein Puzzlebild für die letzte Welt tatsächlich, für den Click-Clockwood. Das kann man, glaube ich, so gut unten lesen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum aktiviere ich das nicht einfach? Ich bin ja eh jetzt hier, ne? Naja, das Puzzle-Podium fehlt. Das müsste eigentlich hier sein, aber das ist halt hier nicht, ne? Deswegen kann ich mich hier gleich wieder verziehen. Hier ist noch ein Mumbo-Schädel, den kann ich vielleicht noch gebrauchen. Wobei, ich wäre eh vorher hingekommen, deswegen wäre es jetzt eigentlich auch egal. Ah. So eine gelbe Unterhose trägt doch nur eine Mimose. Die, und so eine schwarze Hexenkluft trägt man doch sicher nur in der Gruft, oder? Komm, der war jetzt auch schlecht, aber ihre war auch nicht besser. Ich weiß. So, und jetzt können wir schön mit dem Kessel. Na, nicht mit dir, sondern mit dem Kessel, habe ich gesagt. Bisschen abkürzen zur nächsten Welt. Deswegen habe ich die letzte Mal noch aktiviert, alle. Unter anderem. Und unter anderem auch, weil die. Ey, kleiner Sack. Hau ab. Aber danke für die Honigwabe. Warte mal, ist hier nicht noch. Ah, nee, scheiß drauf. Das heißt, wenn da noch eine goldene Feder ist, die brauche ich eh nicht. Hä? Ah, nee, den kann ich noch gar nicht. Stimmt, ich bin im falschen Kessel. Den kriegen wir noch. Stimmt ja.
Kleine Verwechslung. Ich muss hier unten lang. Zu dem Kessel, den hatte ich aktiviert, stimmt. Nee, der hat alles richtig gemacht, den habe ich schon noch nicht aktiviert. Ich würde sagen, habe ich nicht gespeichert letztes Mal. Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen. Aber ich, eigentlich speichert es automatisch, weil wenn ich das Spiel beende, was ich ja zwangsläufig muss, dann speichert es auch. Heißt ja auch nicht umsonst sichern und Ende. So, hier kann ich rein. Und da ist die Teleportation vollzogen. Jetzt kann ich nach oben rein, obwohl der Teleporter echt sinnlos ist eigentlich, wenn man mich fragt. Der macht nicht so viel Unterschied. Wäre der hier oben und der andere unten, dann würde es ja mehr Sinn machen, den Teleporter drin zu lassen. Aber so muss ich wenigstens nicht selber schwimmen. So, und die nächste Welt, Leute, glaubt mir, die wird echt graus. Da gibt es eine Stelle im Spiel, wegen der alleine würde ich sagen, das ist die schwierigste Welt im gesamten Spiel. Rusty Bucket Bay ist echt, ich will nicht sagen, die schlechteste Welt. Ne, ist es definitiv nicht für mich. Ich mag immer noch Clinkers Cavern am wenigsten. Aber die Welt kann so ätzend sein, ne? Oh, glaub mir. Vor allem, also, ich mache jetzt bewusst eine Sache direkt sofort, weil ich das einmal genau am Ende gemacht habe. Naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, seht einfach gleich selbst. Direkt mal hinlaufen, die Noten hier mitnehmen, ist eigentlich egal, ob ich die jetzt mitnehme oder nicht. So, komm mal her, du Ollerreifen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die heißen Flotsam oder so, Flotsam oder so, die Reifen. So, hier muss ich jetzt aufpassen, hier ist eine Luke. Die möchte mich fressen. So, die Noten lasse ich jetzt mal aus. Ganz bewusst. So, hier muss ich erstmal rein. Ahoi! Der sagt nix. Ah, ich kann die auch liegen lassen, erstmal die hole ich mal. Obwohl, die komme ich eh nicht mehr zurück, stimmt. Kann ich auch mitnehmen. So, Leute, ich guck mal jetzt direkt hier durchs Glas. Der Raum, ne? Der ist so schrecklich. Oder allgemein, was man da muss, da liegt erstmal ein Puzzleteil direkt zwischen Rotorblättern. Da kommt man nicht anders hin. Auch nicht mit den anderen Dingern hier, wenn Kazooie hinfliegen möchte mit dem Doppelsprung. Schafft man nicht. Man muss wirklich an diesem Rotorblatt vorbei. In der Mitte. Dann dahin. Aber dafür haben wir hier den Schalter. Der stoppt die Dinger zwar nicht, aber der macht sie halt zeitweise langsamer. Dann können wir das zumindest vorbeispringen, das ist schon mal etwas. War hier sonst noch was außer den Noten? Nee. Ja, wie gesagt, die Maschinenraum, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr dieses Spiel spielen solltet, ne? Dann macht den bitte sofort zu Beginn. Und nicht erst am Ende. Ganz ehrlich. Gut. Solltet ihr die Möglichkeit haben, ein Safe-State zu machen, das geht dann mit einem Emulator, wenn ich da jetzt nicht zu anstiften möchte, darüber zu spielen. Ganz ehrlich, Leute, kauft euch die Spiele lieber im Original. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, auf der Xbox das Spiel zu haben, also, ne? Jetzt nicht wegen einem Spiel in der Xbox, würde ich jetzt auch nicht machen unbedingt, aber, lieber die legale Variante benutzen, als jetzt so eine illegale. Sag ich ganz ehrlich, Leute. Deswegen spiele ich auch auf meinem N64, auf meinem Original. Ich bereue es auch keine Sekunde. Ich weiß halt, dass die Grafik schon erheblich schlechter aussieht, muss ich sagen. Aber dann lieber richtig und, ne, ganz oder gar nicht. Und ich kann mit meinem N64-Controller spielen und nicht mit so einem anderen USB-Gamepad. So. Ja. Aber genug davon geschwafelt jetzt. Nehmen wir mal die leere Honigwabe hier mit, da haben wir schon mal eine von zweien. So, und jetzt passt mal auf, guckt euch das mal an, was man hier machen muss. Die Dinger drehen sich die ganze Zeit. Und wenn man hier runterfällt, ist man tot. Dann kann man direkt wieder alles von vorne machen. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was passiert ist. Irgendwann mal. Ich habe den Raum zum Schluss gemacht, mir fehlt ein paar Noten. Bin runtergefallen und dann war Ende. Muss ich wieder alles sammeln. So, hier kann man noch schön warten, bis die Dinger stehen bleiben. Ach so, ich hatte ja auch mal gesagt, ich werde nicht alle Mumbo-Schädel einsammeln, ne? Der da ist einer der Gründe und der zweite ist auf der anderen Seite, den ich auch nicht einsammeln werde. Da ist auch noch einer. Ich sammle die nie ein. Braucht man auch nicht. Für die True 100%, ja, würde ich sagen, braucht man die, aber in der Gesamtstatistik fehlen die eh. Deswegen ist es für mich auch ohne die Mumbo-Schädel ein 100% One. Sag ich ganz ehrlich. Boah, ist das scheiße, die Kamera. So, hier muss man echt warten, bis das Ding stehen bleibt. Und geht auf jeden Fall auch immer zuerst nach links hier. Ganz ehrlich, denn, ja, ihr seht schon hier das Ding. Hier muss man da drüber springen. Da hinten kann man dann drüber laufen. Seht ihr? Da. Das bleibt so stehen, wie es da ist, da hinten. Ich wollte sagen, es dreht sich gerade gar nicht. Okay. Ist zu weit weg anscheinend. Gut. Deswegen erst die Seite aktivieren und dann die andere. Kann ich nur empfehlen. Toll. So. Hoch da, Banjo. Obwohl, das kann ich doch eh abkürzen, ne? Ich kann doch jetzt hier zwischendurch gehen. Erstmal mit extra Leben mitnehmen, kann ich gebrauchen. Genauso wie die Eier, die zwei da.
die ich für Leaky den Eimer brauchte. So, erstmal den ersten Schalter aktivieren. Danke, Banjo. Wenn ich jetzt mal ausnahmsweise nicht runterfalle, das wäre schon Wunder. Ja, na. Das war auch schlecht getimed. Man kann halt Pech haben und direkt runterfallen hier, ne, wenn man falsch dagegen fliegt. Mann, ja, so zum Beispiel. Sieht da fast unten gelandet. Alter, was ist das denn jetzt? Ich komme da nicht da durch. So, jetzt. Das einzige Gute ist, ich brauche jetzt das Puzzleteil nicht mehr, aber ich brauche ja die Noten. So oder so. Wenn ich jetzt hier runterfallen sollte. Er dreht sich das Ding hier? Oder, ne, das dreht sich, glaube ich, nicht. Kann man eh so drüber springen. Perfekt. Das haben wir geschafft. So, Puzzleteil Nummer 1. Ich laufe hier gleich noch runter, ich sag's euch. Dreh dich doch mal die Kamera. Mein Gott, die Kamera ist hier auch so ein Faktor, ne? Der richtig scheiße ist. Und ich möchte jetzt einmal da raus eigentlich. Weil ich da noch die Noten brauche, dann muss ich eh einmal zurück. Eigentlich ist es egal. Obwohl, komm. Ist egal, ich kann auch gleich da hinten rüber gehen. Ich kann direkt den Schalter hier aktivieren. Ich weiß wahrscheinlich, was die Schalter machen, ne? Seht ihr ja gleich. Das geschafft ist, ist die schwierigste Hürde in den Level hier geschafft. Boah, sehr gut. Sammle ich jetzt erst die Noten ein, oder? Ich sammle jetzt erst die Noten ein, wartet mal. Und hier ist halt besser gleich zum... Alter, Banjo, mach keinen Scheiß, lauf nicht runter. Ich hab den schon unten gesehen, gerade den Bären. Weil der ein bisschen schräg gelaufen ist. 21 Noten. Ich warte jetzt noch mal eine Fuhre hier. Ja, das geht nämlich alles eigentlich recht schnell immer. So, rüber da, Banjo. So, jetzt warte ich einmal, bis das einmal rumläuft. Das läuft eh weiter. Die anderen Dinger, die sich drehen, die bleiben gleich stehen. Und da muss ich jetzt hin fürs Puzzleteil. Und das auf Zeit. Man hat gar nicht mal so viel Zeit. Komm, mach hier. Dreh dich doch. So, wie gesagt, jetzt könnte ich auch die Bumbo-Schädel einsammeln locker. Mache ich aber trotzdem nicht. Die Kamera ist wieder echt... Boah, ja, die Kamera dreht sich einfach, habt ihr gesehen? Alter. Ich wäre fast unten gewesen, sage ich euch. So, jetzt schnell. Hier hoch. Welchen von den beiden habe ich besiegt? Glaub ich, ich glaube den linken, ne? Ich muss mich echt beeilen. Da bleibt nicht viel Zeit übrig. Ist ja auch nicht so, dass man nur stirbt, wenn man runterfällt. Wenn die Zeit abläuft, und man ist hinter den Rotorblättern, ist man auch tot. Das kann ich euch sagen. So, jetzt schnell hier lang. Auf jeden Fall, wenn das durch ist, haben wir das Schwierigste schon hinter uns. Die Noten sammle ich später. Hier ist Wasser ist auch ganz besonders. Tauchst du in diese Soße ein? Verlierst du sehr schnell Luft? Wie fein! Schnell raus hier. Alter, mach keinen Scheiß hier. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns dann in der Gruft. Ey, den hab ich gerade gebracht, den Räum. Ihr seht's hier, ich kann... gut, ich bin jetzt getaucht natürlich. Warte mal, ich kann's euch ja mal zeigen. Selbst wenn ich jetzt hier einfach oben bleibe, verliert Banjo nach und nach Luft. Deswegen kommt auch die Anzeige direkt hier oben. Na? Komm. Vorführeffekt oder was? Ja, da seht ihr. Ich bin nicht mal getaucht und der Bär verliert Luft. Nach einer Zeit. So, ich muss jetzt auch noch da unten rein. Ich glaube, da ist ein Jinjo drin. Komm, machen wir es direkt. Vielleicht diese ganz ekelhaften Passagen hier direkt hinter uns bringen. Komm schon, Banjo. Danke. Komm hoch. Ich würde deshalb immer hier springen, da verliert man nicht ganz so schnell Luft. Erstmal da wieder auftauchen hier. Bisschen Luft tanken. Oh, geschafft. Ich glaube, die ekelhaftesten Sachen haben wir jetzt echt schon hinter uns. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier noch richtig Potenzial habe zu sterben. Und tut mir leid, dass ich mein Versprechen nicht wahr machen konnte, dass ich hier auf jeden Fall einmal sterben werde. Aua, au. Okay, ich werde vielleicht doch noch sterben, wenn ich so weitermache. Ich da jetzt mit goldenen Federn durch? Ich glaube schon. Ach, von dir, wartet mal. Ich habe doch noch hier irgendwo
andere Kumpanen, mit denen ich die Honig warm holen kann. So, mach ich das lieber. So, hier muss man aufpassen, hier gibt es nämlich auch Fenster, in die man rein kann. Ich glaube, ich mache jetzt aber erstmal auf dem Schiff weiter, da ich da schon mal abgehakt habe, soweit. So, die Honig habe ich dummerweise eingesammelt. Oh, echt. Ich bin echt froh, dass wir das schon weg haben. Den Scheiß. Maschinenraum. Oh. Ja, klasse. Ich wollte da oben drin stehen bleiben. Danke, Banjo. Wenn ich so weitermache, sterbe ich echt noch. Also ich den Tag von dem Abend loben, ne? So. So, jetzt erstmal da hoch. Denn da hinten ist der Excel-Schalter auf dem Ding da oben. Ach, du auch so scheiße, da ranzukommen, glaube ich. Komm. Schaff ich's? Ja, oh, First Try, perfekt. Glück gehabt. So, Hexenschalter aktiviert. Wir haben das Puzzleteil schon mal aktiviert. Freigeschaltet hier. Hier hinter war, glaube ich, noch was. Warte mal, einmal runterspringen hier. Ah, Momo-Schädel, den nehme ich mit. Raus, Kollege. Versteck dich doch nicht, ja, ich brauche die Honigwabe. Danke. Ganz ehrlich, ich habe auch schon von vielen gehört, dass allein wegen dem Maschinenraum manche diese Welt richtig scheiße finden. Würde ich aber gar nicht so sagen. Ich finde eigentlich allein wegen der Mucke schon, muss ich gestehen, die Welt gar nicht so beschissen. So, ich brauche hier einmal den... Na, Code. Ja klar, du Drecksreifen. Den Code muss ich mir mal merken. 312111. Obwohl, ich kann es direkt machen, eigentlich. Ja, der will mich auch wieder fressen, okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Der auch, ne? Der nicht? Okay, da kann ich rein, Tatsache. Dann gehen wir doch mal direkt hier rein. Ahoi! Ne, ist hier überhaupt so ein Typ? Ne, hier sind die ganzen anderen Dinge. Diese TNT-Fässer sind hier wieder. Genau die meine ich. So, kaputt. Ist hier nicht noch eins hier an der Ecke da? Oh. Irgendwo abgeprallt. Hä? Okay, irgendwo prallen die da ab, die Eier. Sag mal, was ist das denn? Ja, auch wieder eingesammelt. Toll, selbst getroffen. Sehr schön. Ikon-Pokon. Oh, das ist sehr gut. Jetzt mache ich wieder auffrischen ein bisschen. Sehr schön, Banjo. Gut gemacht. Die Noten nehme ich auch noch mit. Ist ja klar. Komm raus. Danke. Die leckere Honigwabe. Ah, oh, so. Und jetzt kommen wir wieder raus hier. Das war schon alles hier. In dem Raum. Soweit ich weiß. Obwohl, ich sehe doch nicht noch irgendwo einen Mumbo-Schädel. Ach ne, da war ja schon einer, ne? Ach, die goldene Feder, die ist hier versteckt, genau. Das war's. Was ich meinte. So, wie komme ich jetzt da hoch? Achso, ich muss einfach wieder hoch zum Maschinenraum quasi. Bin ich froh, dass ich den hinter mir habe. Ich kann es nicht oft genug sagen, sage ich euch. Direkt den Code noch aktivieren. Das ist, geht hier hinten. Hier oben nämlich. Ah, die Mucke finde ich hier richtig geil. Allein wegen der Mucke macht das, macht die Welt echt schon wieder richtig viel Spaß. Hat ein bisschen was von Lanky Kongs Trompete, muss ich sagen. So, hier muss man den Code eingeben, der da eben an der Seite war. 312, einmal die 1. So, zack. Nochmal und nochmal. Achso, das kommt hier raus, das Puzzleteil, okay. Stimmt. Da hab ich was verwechselt. Wie komm ich jetzt wieder da hoch? Gar nicht, oder was? Sag mal, gibt's doch jetzt nicht. Echt jetzt? Ich komme da nicht mehr hoch von hier? Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Doch, ich weiß, wie ich da hochkomme. Danke,
der Kiste. Ich wollte eigentlich die Luke jetzt zuerst nehmen, die eine, die da mich nicht angreift. Apropos, bevor ich die vergesse irgendwann, kann ich die auch noch mitnehmen. Hui! So. So, hier sind auch ein paar Noten nämlich drin. Ahoi! Wo ist er? Da ist er. Komm her, Kollege. Batz! Noten nicht vergessen. Ich habe ja schon 40 was, also über 40 gleich. Ja, geht auch da hoch jetzt, Mann. Sag mal, Benjo, willst du mich verarschen? Danke. Oh, warte, ich muss nicht aufpassen. Du dummer Bär, da musst du flennen. Wenn die heißen Platten brennen. Ja, da muss man natürlich aufpassen, ne? Sonst sich da nicht die Pfoten verbrennt, Benjo. Hast du bestimmt in der Schule gelernt. In der Bärenschule. Und hier war doch noch irgendwo, genau, Momoschädel nehme ich auch noch mit. Auch nicht so schwierig. Wunderflügel regeln. So, wir haben 19, ich glaube wir brauchen 25. Für die letzte Verwandlung. Wir sind ja noch lange nicht fertig hier auf der Wassy Bucket Bay. Oder in dieser Welt. Ich würde aber sagen, hier das gefangene Puzzleteil holen wir uns im nächsten Part. Und ich denke mal, wir werden diese Welt dann auch im nächsten Part auf jeden Fall abschließen. Wir müssen aber noch den ganzen Außenbereich hier erkunden, deswegen wird die nächste Folge vielleicht wieder ein bisschen länger. Ich versuche mich aber zu beeilen dann doch ein bisschen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dahin, tschüss mit Ö, euer Bazookazoo.